Die weltweit bedeutendste internationale Ausstellung für Funk und Fernsehen findet alle zwei Jahre in Berlin statt, die IFA. Gelegenheit für Astra, die gesamte Angebotsvielfalt des Satellitenempfangs zu präsentieren. Astra hat's. Über 300 Fernseh- und über 100 Radioprogramme werden analog und digital über Astra verbreitet. Und schon 68 Millionen Haushalte in Europa empfangen die Astra-Programmvielfalt. Zur IFA 1997 haben wir uns hier in Berlin wiederum getroffen. Wir haben eine Vielzahl von Besuchern. Wir schätzen, dass rund 500.000 Menschen hierher zu uns kommen und größtenteils den Astra-Stand besuchen. Den Astra-Stand deswegen, weil Astra dieses Jahr, wie vorher auch, mit einer großen Palette von neuen Innovationen und Dienstleistungen und Angeboten antritt. Die IFA steht unter dem Motto Astra hat's. Das Publikumsinteresse ist enorm. Die Astra-Experten haben alle Hände voll zu tun. Es werden Anwendungen demonstriert und Fragen beantwortet. Bei Astra suche ich technische Informationen über bestimmte digitale Parameter für digitale TV-Sendungen. Astra-Experten wissen Rat. Das digitale Fernsehen ist um eine Nuance bereichert. Wir haben jetzt gegenüber dem analogen Fernsehen eine Verdopplung des Programmangebotes. Über 80 digitale Fernsehprogramme laufen über das Astra-Satellitensystem. 30 davon alleine, über 30 davon alleine, sind frei empfangbar. Zu diesem neuen, an dem frei empfangbaren Programmen gehört die Einzigartigkeit, dass der Zuschauer selber sein eigener Programmdirektor ist. Die ARD zeigt in ihrem digitalen Programmbouquet erstmals, wie man mit dieser Neuartigkeit umgehen kann. Ein Knopfdruck auf die Fernbedienung zeigt Ihnen alle Sendungen, die in diesem Augenblick laufen. Schnell können Sie sich einen Überblick verschaffen und das gewünschte Programm auswählen. Kein blindes Seppen mehr, sondern gezieltes Fernsehen. Ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, wie diese Digitaltechnik funktioniert. Aber irgendwie bekomme ich damit mehr Programme, ohne dass es mich mehr kostet. Und die Bedienung ist einfacher als vorher. Zur optimalen Nutzung dient der elektronische Programmführer EPG mit der aktuellen Programmübersicht, dem thematischen Suchlauf, der Bedienerführung mit Erinnerungsfunktionen für TV-Video, Hintergrundinformationen und der Kindersicherung. Die zeitversetzte Ausstrahlung derselben Programme erlaubt gezieltes Fernsehen. Mithilfe des elektronischen Programmführers bestimmen Sie selbst, was und wann Sie es sehen wollen. Alles, was Sie brauchen, ist eine digitale Set-Top-Box sowie eine einzelne, fest installierte und auf Astra ausgerichtete Satellitenantenne. Die Antenne muss mit einem sogenannten Universal-LNB ausgestattet sein. Dann steht dem Einstieg in die digitale Dimension nichts mehr im Wege. Wir sind auf der IFA in Berlin als Teil unserer Vorbereitungen zum Beginn der digitalen Dienste in England im nächsten Jahr. Sie wären überrascht über das Interesse und die Spannung, die die digitalen Dienste im französischen, deutschen und in den Benelux-Märkten hervorgerufen haben. Zu Hause sollten wir nicht vergessen, wie viel Interesse für unser analoges Angebot mit mehr als 1 Million Haushalten vorhanden ist, die die Absicht haben, Satellitenanlagen zu kaufen. Digitales Fernsehen über Astra eröffnet neue Dimensionen. Neben den vielen frei empfangbaren digitalen Programmen gibt es für die verschiedenen europäischen Länder spezielle Pay-TV-Angebote. Bereits das Basispaket von DF1 umfasst über 15 TV-Kanäle. Ferner steht ein Sport, ein Movie und ein Superpaket zur Auswahl. Insgesamt bieten DF1 und Premiere mehr als 30 Programme für den deutschsprachigen Raum. In Frankreich stehen die digitalen Bouquets von Canal Satellite Numérique und AB Découvert zur Auswahl. In Spanien gibt es Canal Satellite Digital und für die Niederlande bietet Canal Plus ein breites Programmangebot über Astra. Canal Plus sendet über Astra, weil dies der beste Weg zu unseren Kunden ist. Sie benötigen nur eine kleine Parabolantenne, 40 bis 45 cm groß, um über Astra alle großen holländischen Kanäle inklusive der drei öffentlichen Kanäle sehen zu können. Sie können aber auch Sender aus anderen Ländern sowie Canal Plus 1 und 2 empfangen. Kurz, alle Sender über eine kleine Parabolantenne. Deshalb sendet Canal Plus über Astra.
Aber auch das analoge Angebot, ausgestrahlt über die Satelliten Astra 1A bis 1D, ist bereits überwältigend. 64 analoge Fernsehsender sowie zahlreiche Radiosender bieten für jeden das entsprechende Angebot. Besonders bemüht sich Astra auch um die kompetente Beratung für Fachhändler und bietet vielfältige Möglichkeiten zur optimalen Information an, die dankbar angenommen werden. Die neueste Information, damit wir sie unseren Kunden weitergeben können, wir sind Fachhändler, da leistet Astra sehr gute Hilfe, auch bei Vorträgen und auch in unserer Elektroinnung werden die Verbände auch gut informiert und die Informationen bekommen wir relativ schnell und gut. In den Astra-Seminaren erfahren die Händler alles Wissenswerte zur Satellitenempfangstechnik oder auch zum Marketing. Kostenfreie Großseminare werden regelmäßig durchgeführt. Für Innungen, Großhändler, Hersteller und Fachbetriebe werden auf Wunsch auch Seminare zu Spezialthemen durchgeführt. Astra bietet die ideale Unterstützung. Das Astra-Satellitensystem auf der Orbitalposition 19,2 Grad Ost besteht ab 1998 aus insgesamt 8 co-positionierten Satelliten. Davon werden Astra 1A bis 1D zur analogen, Astra 1E bis Astra 1G zur digitalen Programmübertragung genutzt. Astra 1H wird diese Kapazitäten weiter absichern. Über die gesamte Astra-Satellitenflotte steht den Zuschauern und Hörern in den verschiedenen europäischen Sprachmärkten ein einzigartiges und attraktives Angebot zur Verfügung. Mit dem Start des digitalen Fernsehens in Spanien durch Astra und insbesondere durch das digitale Programmangebot konnte hinsichtlich der Abonnentenzahl einer der stärksten Wachstumsindizes in Europa verzeichnet werden. Ebenso ist der Anteil von Personen, die über digitales Fernsehen informiert sind, mit bis zu 90% unter den höchsten Europas. Auf der IFA in Berlin kann man den großen Schub beobachten, den das digitale Fernsehen international und ganz konkret in Europa erfahren hat. Zahlreiche Hersteller bieten Empfänger für unverschlüsselte Sendungen an, also für solche Kanäle, die kostenlos gesehen werden können. Astra überträgt derzeit insgesamt 35 unverschlüsselte digitalisierte Fernsehkanäle. Société Européenne des Satellites, SES, ist die Betreibergesellschaft des Astra-Satellitensystems. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 230 Mitarbeiter aus 18 Nationen und ist in der Mitte Europas im Großherzogtum Luxemburg ansässig.